Klage der Hebamme. Das Kind kommt, breit das Messer macht. Das Kind, es kommt, Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünden war bewahrt. Refrain. Halleluja, halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird das Feindes Blut vergossen, ja, wir seien verschont. Das Kind, es wächst, ihr Leib schwillt an. Das Kind, es wächst, der Hölle gesandt. Was steht da? Ezekiel ruft und schärft die Klingen, kniet, betet, frohe Dinge. Halleluja, kein Problem. Huch. Hier wurde anscheinend das Kind geboren in Blut auf Stroh. Es verschlut. What in God? Ganz viele. Die ganzen kleinen Babys, wir laufen hier auf Babys rum. Wenn ich es mir recht überlege, sieht das so aus wie ein Kreuz. Alles klar. Wissen Bescheid, das Spiel ist sehr religiös. Aber die ganzen Babys, oh, und wir laufen auf ihren Köpfen rum. Igitt. Schnell weiter. Bevor wir noch mehr Unheil verrichten. Ein Schaukelpferd. Das würde ich jetzt auch lieber machen. Hier waren so viele Kinder. Die armen kleinen Kinder. Hier haben anscheinend sehr glückliche und viele Kinder gewohnt. Eine Schaukel. Eine Schaukel, die Saukel. Wir erinnern uns, ich glaube zumindest, dass hier in der Demo der Brunnen lag. Er stand, ich bin mir aber nicht so sicher. Achso, das war kriechen. C ist hocken. Hä? Ist das nicht dasselbe? Ich bin maximal verwirrt. Nachladen? Hallo? Scheiße, ich habe keine Batterien mehr. Oh nein. Und was jetzt? Jetzt muss ich blind laufen, oder was? Da. Wer spricht da? Ah nein, ich habe keine Batterien mehr. Ah, scheiße. Wer redet da? Das Spiel ist irgendwie ein bisschen gruselig. Zeig mir bitte, dass es eine Batterie ist. Ich kann es nicht so genau sehen. Hm? Was ist das? Naja, werden wir gleich sehen. Ah, oh, keine Batterie. Batterie? Ja, Batterie. Deceive them that dwell on the earth.
Hallo? Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Scheiße. Ach, wie cool. Jetzt sehen wir wenigstens mal, wie wir sterben können. Bisschen doof gelaufen. Ja, wenigstens wissen wir jetzt, was das ist. Und Alter, das Spiel macht mich fertig. Naja. Einfach so schnell wie möglich durchkommen. Und er schnell zurück. Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Arktisch! Oi, oi, oi. Ich glaube, wir werden an diesem Typen niemals vorbeikommen. Kann man hier durch? Polizeibar? Hallo? Hallo? Verdammt. Vielleicht das Fenster? Ja. Schnell rein. Rein. Fenster schließen. Los. Uiuiui. Gott. Oh. Eine Bandage. Wie viel habe ich denn? Find Lynn. Okay. Nothing matters, ey, da ist doch noch Platz. Wieso tut er da keinen... Wieso quetscht er da nicht noch einen zwischen, Mann? Alter, ich würde alles mitnehmen, was ich kriegen kann, wenn ich hier in seiner Situation wäre. Alter. Oh nein, oh nein, oh nein. So kann ich ja noch schlechter sehen. Das Spiel macht mich sowas von fertig. Was? Was? Jemand verfolgt? Ich glaube, ich werde das Spiel nicht lebend verlassen. Ich glaube, ich werde nachher
Ein Psychopath, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, Alter. Und jetzt? Und? Ah, vielleicht darüber? Ah, vielleicht daran stellen. Versuchen wir es mal. Wie lange nimmt er da auf? 41. Okay. Boah, ich glaube, ich mache jetzt schon mal eine Aufnahmepause, weil ich muss einfach was essen. Es geht nicht anders. Ich schwitze aus allen Poren, weil erstens das Spiel macht mich fertig und zweitens mache ich mal die Kamera aus und drittens, das ist so krass. Ich habe so Hunger. Wenn ich Hunger habe, kann ich kann ich kaum klar denken. Merkt man vielleicht auch. Und dann schwitze ich nur noch mehr, weil ich sonst nicht weiß, wohin ich laufen muss, weil ich nicht denken kann. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich nehme so circa eine Stunde auf im Moment. Heute nehme ich vielleicht noch ein bisschen länger auf, ich weiß es nicht. Naja. Auf jeden Fall, bis dann, Leute. Wir sehen uns in der Aufnahme wieder. Bleibt geil. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Und wir müssen jetzt hier lang weitergehen. Auf dem gottverlassenen Dachboden. Hier können wir sich nicht verstecken, oder? Hallo? Will mich verstecken. Passt doch gleich. Ich merke doch genau, dass hier gleich was passiert. Junge, du kannst mich doch nicht verarschen. Schnell Brille aufsetzen. Oh, Jesus! Who then you'll have? God wants me dead? Okay. Ich glaube nicht. Ich fühle mich lebendig und Gott wollte, dass ich lebe. Sonst hätten wir den Absturz vermutlich nicht überlebt. So, wo müssen wir jetzt lang? Das ist die Frage. Ah, scheiße, ich brauche Batterien, verdammt. Oder habe ich noch eine? Ja, ich habe noch eine. Wie viele Batterien habe ich noch? Find Lynn. Noch eine. Nothing matters but Lynn. Ach ja, die gute alte Lini. Was war das? Okay. Anscheinend müssen wir hier raus. Durchs Fenster. Am besten noch laut Mucke anmachen, damit wir auch ja nicht auffallen. Na dann mal los. Los. Warte mal, hier müssen wir gar nicht lang. Wo müssen wir lang? Schätze mal hier hinten.
nichts. Dann gehe ich hier mal durchs... Hallo? Durch... Hallo? Durchs Fenster. So, ja, da jetzt. Was? Ach, cool. Das ist echt geil gemacht. Kann man kaputt machen. Okay. Mach die doch nicht so schnell auf, Junge. Ich glaube, der sieht nicht so freundlich aus. Deswegen gehe ich mal lieber hier lang. So, ich verstecke mich mal hier. Nein, Batterie, Batterie, mach mich schlapp. Bitte, ich brauche dich jetzt. Kann ich vielleicht ausmachen, wo ich landen muss? Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo ich landen muss. Wo bin ich her? These were the words of lamentation. Bitte nicht. Ich bin nicht da. Ich bin ein kleiner Felsen, sieht man doch. Ich nicht mal hier entlang. Ich will möglichst vermeiden zu rennen, weil dann, weil sonst weiß ich nur nicht, wo ich hinrennen soll. Ist die Frage, da lang oder hier lang? Okay, hier geht's gar nicht lang. Ich muss da lang. Hallo? Bleibt du nicht? Ich muss rein. Ciao! Ich weiß nicht, wo lang. Ich renn einfach irgendwo lang. Ah! Was? The fuck was that? Ein Batterie. Und. Und wo soll ich jetzt lang? Ciao. Ciao. Mal verschnaufen, Alter. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich langen muss. Durch da? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Oh, leck mich doch.
Ciao. Sag bloß, jetzt bin ich schon wieder. Ich bin in einem anderen Gebäude. Das Gute ist, die greifen mich jetzt, glaube ich, nicht mehr an. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber wo muss ich denn lang? Ich kann jetzt überhaupt nicht ausmachen, wo ich lang muss. Ciao. Mist. Das Fenster? Nee. Hallo, Kollege. Moin. Ich bin hier lang gegangen, dann kam das auf einmal. Das Licht lang. Wir schätzen mal, dass ich irgendwie da rüber muss. Auf da! Schade, das geht nicht. Ich bin hier lang gegangen. Dann sind hier die. Dann sind hier bestimmt die Toiletten. Das sieht auch. Alter, ohne Tür, ich würde mich voll beobachtet fühlen. Irgendwie finde ich keinen Ausgang. Und ich glaube, ich habe auch keine Batterien mehr, oder? Nothing matters but Lynn. Aber der Weg zeigt doch irgendwie hier lang. Entweder gibt es keinen oder ich bin einfach gerade viel zu blöd dafür. Ja. Ach, hier. Okay, gut. Ah, na endlich. Die Aufnahme schauen wir uns direkt mal an. Enormous. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here? Nobody knows about it. It's not possible. We stand in opposition to the Antichrist. Okay, das ist gut zu wissen. Wir gehen mal hier lang. Okay. Finden wir hier vielleicht noch etwas? Nee. Okay, dann gehen wir mal rein in die Riesenkirche. Mit Jesus obendrauf. Das ist wirklich ein Riesending. Viele daran gesessen haben müssen. Eieiei. Also,
Hier sind Türen, eine ist blockiert, in eine kommen wir gar nicht rein. Hallo? Hallo? Achso, muss die Kamera ausrüsten. Okay. Kapitel 11. 7. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald. Und die Macht sinkt mit den Wetzstein und Messern der Heber. 8. Und der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, greift in das Herr. Greift in das Herz der Sullivans treuesten Schülers, dessen Name Val war, und in die der heimlich starrhälsigen, unbeschnittenen im Herrenalter. Ich kann ihn gerade überhaupt nicht lesen. Vals Geist stieg hinab unter den von Gott verdammten und verhassten und sprach mit dem Feind und ladete in der Saat des spinnenäugigen Lamps. Val verriet Jemple, wie auch immer, Geld und Gott und soll er uns selbst geliebt hatte und die Auserwählten zur Erwässerung führen werden. 11. Und der Herr sprach: Lass Val und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und 7x7 Schande vor dem Tod und im Leben danach. Was auch immer. Ich kann nicht so gut lesen. Ich leg das mal lieber hin. Sonst muss ich ja noch mehr lesen. Öffnen. Ah, ein Jesus-Sack. Trotzdem sieht man mit einer schlechten Nachtsicht immer noch besser als ohne. Ja, noch viel Spaß beim Sterben, ne? Ich muss leider weiter. Und deswegen bist du hier. Banken ausgeraubt, Gott angespuckt, oder Jesus? Ich lass dich gleich hängen. Verlass dich drauf. Ich habe hier einen Schlüssel gesehen. Me, Lord, please. I don't need to know the way, only to know that you do. I. Okay. God. Your child.
your child is the one. She is ripe with über uns. Hallo, hallo, hallo. Bitte, komm zu mir. Shit. Wo ist hier eigentlich noch? Da liegt was. Paul, da du Papa Knots Ohr hast, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone Wahl kam heute noch vor der Sonne zu mir. Mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Wahl benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Doch ich kannte Wahl und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Wahl würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knut nicht erreichen kann. Doch schien Wahl mehr an anderen Teil meines Körpers zu interessieren. Egal. Ich bat Wahl am Abend zurückzukehren, auf dass ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Knuff Männer starken Willens schicken könne, die heimlich mit anhören, was ich für Lästerung und Verrat hielt, so dass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst, genau wie ich. Ruh. Papa. Scheint so, als müssten wir da irgendwie rüber. Aber wo? Hier da wohl schon mal nicht. Hier vielleicht irgendwo. Oh.